Hätte ich nicht mit gerechnet. Mega stark. Muss ich mich selber mal loben. Einen wunderschönen guten Tag von uns Eissports. Das wäre der stark kalte Mann aus dem Internet. Richtig. Und die FIBO steht ja schon kurz bevor. Die ist nämlich in, heute ist Montag, 12 Tage. Also nächste Woche Samstag ist die FIBO, diese Woche Samstag ist Bankdrücken. Das heißt, auch da geht es jetzt langsam Richtung Abschluss und das mache ich heute. Heute war übrigens auch die Auslosung am 1.4., was die Startplätze angeht. Ich habe Startnummer 14, das heißt, ich bin in der hinteren Hälfte des Wettkampfs. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, ich habe erstmal so ein paar Gruppen vorher. Kann mir schon mal das eine oder andere angucken. Ich glaube, in der 7. Paarung beim Lockdift müsste ich dann sein. Also es wird dann immer im Duett gegeneinander gehoben. Und gleich im Anschluss geht es dann weiter mit Kreuzheben. Da gab es auch schon die Information, dass beim Kreuzheben quasi der mit dem niedrigsten Startgewicht beginnt. Das heißt, man kann selber wählen, wo man anfängt. Das ist gut. Deswegen werde ich bei 300 Kilo starten und mich dann Stück für Stück hocharbeiten, wenn nichts dazwischen kommt. Kann ja auch sein, dass irgendwie der Rücken nicht mitspielt oder sonst irgendwas, gerade nach dem Locklift, wenn man da all in gegangen ist, aber wir schauen mal. Aber das ist schon mal ein ganz guter Anfang für den Wettkampf, finde ich stabil, also komme ich mit zurecht. Aber wie gesagt, heute dann Abschluss Locklift, das heißt, ich werde jetzt den Ramp-Up machen, theoretisch 140 im letzten Satz für 5. Mal gucken, inwieweit das funktioniert, aber das ist jetzt auch nicht so. Mir geht es halt generell nochmal so um das Cardio-Kram dabei. Deswegen werde ich jetzt bei 50 Kilo anfangen mit 5. Und dann geht es, glaube ich, irgendwo bei um die 100, 115, 127, 5 und dann 140 im letzten. Da werde ich dann einfach so viele machen, wie geht. Und dann war es das, weil, wie gesagt, ich kann jetzt beim letzten Training auch nichts mehr retten. Aber das ist halt nochmal einmal so, um den Körper zu sagen, hier, pass auf, da kommt bald was. Ne, halt dich mal bereit. In ein paar Tagen geht es rund. So, deswegen, das setzt dann nochmal einen schönen Reiz und ich kann mich dann gut durcherholen. Einmal bis zur deutschen Meisterschaft im Bankdrücken, weil auch da hätte ich die Drückerkette gerne leistungsfähig. Die ist in 5 Tagen. Das heißt, es passt dann auch noch so ganz gut mit der Erholung, weil das ja jetzt nicht so intensiv ist von der Belastung, also von der Maximalkraftbelastung. Und ja. Aber bevor ich hier jetzt noch weiter sinnlos rumschwafel, hebe ich mal diesen Lock nach oben und ich bin mal gespannt, das ist jetzt eine andere Position, ob das alles so gut funktioniert mit nach oben drücken. Also wenn hier gleich irgendwie der Motor von der Garage vom Tor runterfällt oder ich das Gestänge verbogen habe, werde ich euch Bescheid sagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert, also drückt mir mal die Daumen. Ich habe es natürlich am Anfang des Videos wie immer vergessen. Lasst mal ein Like für dieses Video da. Damit könnt ihr mich super unterstützen, weil diese kleinen Däumchen, die bringen echt eine Menge für die Videos und auch so für die Reichweite. Weil wenn ihr ein Like da lasst, dann weiß YouTube, das Video gefällt euch und schlägt anderen Leuten, die solche Interessen haben wie ihr, auch vor. Das heißt, ihr könnt damit direkt meine Reichweite beeinflussen und ich würde mich da sehr drüber freuen. Also vielen Dank an dieser Stelle und wenn ihr schon da seid, lasst ihr natürlich auch gleich ein Abo und einen Kommentar da. Ne? Und schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, gibt es geile Links. Die blende ich auch hier jetzt nochmal ein. Ne? Stankshop, Gigas Nutrition, God's Rage, ihr spart, supportet mich damit auch und alle gewinnen. Ist doch geil. Is it an illusion?
Drei Sätze habe ich weg mit 115, jetzt der letzte. Der hatte gut Bums, fand ich. Also langsam wird der Körper warm. Das heißt, es ist 127,5 für den vierten Satz. Dieses Ramp-Up ist übrigens echt immer ganz gut. Gerade wenn es so ein bisschen in die Cardio-Richtung auch geht, mit schwereren Gewichten, kann man damit gut arbeiten. So, das heißt, ich muss jetzt 12,5 draufpacken. So, zack. Auf der anderen Seite auch nochmal das gleiche draufstecken. So, wenn jetzt hier nochmal 5 klappen, ist das gut. Und der letzte Satz ist dann heute optional, sag ich mal. Da versuche ich natürlich trotzdem so viel wie es geht für den Wettkampf zu machen, aber sind wir mal realistisch. Wenn ich jetzt 4x5 mit steigendem Gewicht habe, jetzt 5x100, 5x115, jetzt noch 5x127, das wird auch schon brutal. Darf ich nicht vergessen, das ist auch schon fast mein Bodyweight. Über Ostern habe ich jetzt ein bisschen gegained. Bin jetzt so bei 133 heute Morgen, aber die letzten 3 Tage auch echt gut gegessen. Aber es geht halt auch schnell wieder runter. Das ist ja jetzt nichts Dauerhaftes. Das sind halt nur die größeren Mengen und da immer so das ungesündere Essen, was durch den Körper fließt. Aber das ist dann bald wieder runter. Puh. Trotzdem, es ist drin. Und jetzt werde ich gleich das machen. Ich werde jetzt hier gleich nochmal kurz in mich gehen, ein bisschen durchschnaufen, richtig Luft reinbringen. Vielleicht einmal ganz kurz das Tor noch aufmachen zum Durchlüften. Und dann gehe ich da ran. Also, es wird spannend. Das war schon anstrengend. Auch Bizeps und sowas. Oh, gerade der vierte hat ganz schön Körner gekostet. Jetzt erstmal Pause. Ihr hört mich immer noch schnaufen, das ist jetzt schon ein paar Minuten Pause. Oh, aber der Satz ging jetzt echt schon auf die Pumpe. Aber das ist halt auch genau das Problem bei diesen Rap-Geschichten, dass die ganz schön aufs Cardio-System gehen. Deswegen ist auch Cardio-Training sehr, sehr wichtig. Ja, bitte nicht vernachlässigen. Do your cardio. Eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich halbwegs viel Cardio gemacht habe. Zumindest einmal die Woche so 30, 40 Minuten. Plus das Training, was man so noch nebenbei hat, und mein Senioren-Cardio, die Hundespaziergänge. Also das macht sich schon bemerkbar. Und auch das weniger Körpergewicht bei solchen Sachen. Trotzdem geht einem das, wie gesagt, auf die Pumpe und zerrt ganz schön. Das darf man halt beim Strongman echt nicht unterschätzen, was das dann für die Ausdauer tatsächlich heißt. Es ist halt kein Powerlifting. Trotzdem muss man halt auch schwer trainieren. Ne? Es nützt mir nichts, mit 50 Kilo 10 Reps zu machen oder mir irgendwelche anderen tollen Sachen auszudenken, wenn ich 140 Kilo machen muss. Das bringt mir auch nichts, mit 200 Kilo Frame Carry zu machen. Ich muss mit 290 laufen. Ja, das ist halt leider so. So. Stecken wir hier die 140 drauf und dann reiten wir gleich zum letzten Gefecht. Das ist die falsche Scheibe. Die gehört hier hin. Nicht zu wenig stecken, nicht selbst verarschen. Kein Missloading. So, jetzt muss ich das nochmal nachrechnen. 75, 95, 115, 135, 140. Ich fokussiere mich noch mal ganz kurz. Ich meine, ich schwitze. Ich bin der große Transpirator. Ich setze mich zum Beispiel auch gerade im aeroben Bereich. Auch das zählt zum aeroben Cardio-Training. Auch beim normalen Hanteltraining ist man immer mal wieder in dem Bereich, was ja noch on top kommt zu eurem normalen Cardio-Training.
Ne, deswegen 15 Minuten am Schluss, wenn ihr die Zeit noch habt, aufs Ergometer oder aufs Laufband, aerobe Trainingsfrequenz, auf jeden Fall zu empfehlen. Das heißt, das Kreuzheben, 220, mit 120 habe ich gerade schon 3 gemacht, jetzt mache ich nochmal 220, dann 270 und dann gucken wir mal, was mit 300 geht. Ist ja Opener. Ja, bin gespannt. Puh. Viel zu leicht. Gut, bei 220 wäre es auch schlimm, wenn es schwer wäre. Auf ins letzte Gefecht, heißt die Devise. Das heißt, wir stecken jetzt 300 Kilo auf diese wunderschöne Hantel. Also eigentlich nur noch 30, weil 270 haben wir ja schon. Und dann gucken wir mal, was der Kadaver heute zustande bringt. Aktuell sind 2x300 das Maß der Dinge. Ich hoffe, meine Kette klappert nicht zusammen am Mikrofon. Ich ziehe das mal ein bisschen hoch. Und 3 wären cool. Mehr wären natürlich noch geiler. Also mein Ziel ist ja wieder mal die 5x300 zu machen. Das ist also meine bisherige Bestleistung mit 300. 5 Reps. Allerdings war ich da noch ein bisschen schwerer. Und dementsprechend auch etwas kräftiger. Aber das ist ja auch keine Ausrede. Ne? Oh. Das heißt, wir müssen halt weiter daran arbeiten, das hier zu schaffen. Wobei mit 2x300 fühle ich mich jetzt schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also es könnte schlechter sein. Wobei, es waren ja sogar fast 2,5. Die dritte war ja bis zum Knie. Das heißt, noch mal ein bisschen durchschnaufen. Mucke aufs Ohr. Mikrofon weglegen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu laut geknattert und geruschelt. Geruschelt. So, Mucke an. Naja, Leistung bestätigt. Letzte Training für heute. Oh, was heißt Kreuzheben vor der FIBO. Oh. Gut, der Rücken hat auch schon ein bisschen was abgerichtet vom Locklift. Allerdings ist es im Wettkampf halt ganz genauso. Auch im Wettkampf kommt erst der Locklift auf Reps. Und dann werde ich wahrscheinlich relativ früh
beim Kreuzheben starten, weil 300 ist jetzt nicht so hoch. Also muss ich halt damit leben. Ich habe jetzt 70 Minuten für das Ganze gebraucht. Das ist okay. Ich denke mal, ungefähr so wird es im Wettkampf auch sein. Dann hast du das Beste draus machen. Ich hoffe halt nur, dass vielleicht 5, 6 ähnlich wie ich sind, dass ich nicht direkt danach wieder heben muss. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Naja, ich mache mal wie immer das Beste draus. Also ich bin auf jeden Fall nicht unzufrieden. Locklift lief super. Kreuzheben 2x300. Dieser Kreuzheben hat ja auch gut Körner gelassen durch die Diät. Von daher, ich bin jetzt wieder, sag ich mal, zumindest auf Pro-League-Niveau, dass man 300 mehr als einmal hebt. Ne? Mehr ist immer schöner, aber immerhin. Und da geht auch mit erholt noch ein bisschen mehr. Ne? Vielleicht 3, vielleicht 4. Ne? 3,20 traue ich mir erholt zu. Vielleicht sogar 3,30, wenn es ein richtig guter Tag ist. Aber das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Ne? Trainingsweltmeister gibt es viele. Im Wettkampf kommt es drauf an. Gut, ich werde jetzt das Training beenden. Es ist noch Stunde 15 ungefähr, bis Kaffee und Kuchen bei Oma gibt. Von daher passt das ganz gut. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen ausdampfen. Gleich erstmal Mittagessen. Ich habe nämlich noch gar kein Mittag gegessen heute. Ich habe heute quasi nur gefrühstückt. Dann bin ich hier um 12, halb eins ins Training rein. Habe das gemacht und ja, so ist es jetzt. Dafür ist auch gut. Wobei, ich habe die letzten Tage genug gegessen. Ich habe ja gesagt, ich habe 3 Kilo oder so. Ist jetzt insgesamt drauf auf der Waage. Also ist schon krass. Jetzt heißt es wieder ein bisschen vernünftig essen. Also nachdem wir bei Oma waren. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Sport. Bleibt mir gesund. Körperlich wie psychisch. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns eventuell in Köthen auf der DM, der WUAP. Oder vielleicht auch Samstag, nächste Woche am 13. auf der FIBO. Ne, am Strongman-Stand. Wer weiß. Ihr könnt mich auf jeden Fall ansprechen. Ich bin da nicht böse. Ne, vielleicht können wir ein Foto zusammen machen oder ein bisschen quatschen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, einen Daumen und ein Abo dazulassen. Bis denn. Cheerio! Nein. Rock'n'Roll. Ne, also wenn, dann wollen wir ja wohl bei der Sache bleiben.